Liebe Freunde der gepflegten Strategie. Ja, ich fange heute mal in Afrika an. Das ist ja auch ein Kriegsschauplatz und hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte diese Belagerung nicht aufheben müssen, weil ich vergessen habe, dass hier ja eine 10.000-Mann-Armee unterwegs ist. Und auch die hätte ich schon viel früher ranholen können, denn ich habe ja hier eine Transportflotte, die wohlweislich so gestaltet ist, dass sie auch 10.000 Mann transportieren kann. Das vergesse ich leider häufig. Insofern, naja, hätte man das auch besser machen können. Die hatte ich auch ein bisschen vergessen. Die gehen jetzt hier rauf. Ja, und diese Belagerung läuft. Aber das wird dauern. England will schon wieder ein Bündnis anbieten, aber mit England will ich nichts zu tun haben. So. Und hier ist soweit, glaube ich, alles klar. Hier muss ich jetzt ein bisschen Geduld zeigen, wie diese Belagerungen gelaufen sind. Und hier will ich mal schauen, was die Franzosen noch so zu bieten haben. Aha, da haben wir 15.000 Mann, die abhauen. Ja. Aber wir bleiben erstmal da stehen und werden einfach diese ganzen Truppen erledigen, die da möglicherweise nachgebaut werden. Aber das können wir auch so machen, wenn wir von hier aus starten. Okay, hier sehen wir ein bisschen mehr. 22.000 Mann sind in der Hauptstadt. Die Frage ist, ob ich es mir erlauben kann, die anzugreifen. Oder ob das etwas waghalsig ist, diese Aktion. Auf jeden Fall sind sie moralisch nicht im besten Zustand. Und ich komme noch vor der Monatswende an. Insofern riskiere ich es doch einfach. Stoßen wir mal ins Herz des Feindes vor. Hier in Bamberg zumindest haben wir schon mal Erfolg gehabt. Und euch schicke ich weiter, wie gesagt, nach Mailand. Jawohl. So sieht's aus. Ja, mal sehen. Was das jetzt so bringt, sind jetzt immerhin schon 25.000. Ja, hier sind 3.000 Schiffe, mit denen wir hoffentlich locker klarkommen werden. Die andere Flotte ist hier, da werde ich meine 10.000 Mann jetzt raufschicken. Und jetzt kommt es zu einer Schlacht im Herzen von Frankreich. Gegen Aragon haben wir erstens haben wir eine neue Kernprovinz, aber hier sehen wir ganz gut aus. Gegen die Preußen haben wir auch eine schöne Seeschlacht gewonnen. Und hier können wir die Franzosen richtig ärgern. Frankreich schloss Frieden mit Schottland, das interessiert uns weniger. Ja, wunderbar. Sehr schön. 10.000 französische Soldaten erledigt. Unsere Moral ist auch noch einigermaßen. Und sie fliehen hierhin, dann folgen wir ihnen. Also mit dieser Armee werde ich jetzt einfach die Franzosen supermäßig ärgern im Homeland, während die anderen Armeen hier einfach stehen und die Belagerung von Brabant weiter durchziehen. Ja, in Eriksfjord sind jetzt schon die Mauern durchbrochen worden. Aber das lasse ich mal in Ruhe zu Ende laufen. Wo ist noch etwas zu tun? Hier, genau. Hier sind ja jetzt unsere 10.000 und die werde ich auch hier direkt anlanden. Und dann nehmen wir uns mal hier die Preußen ein bisschen systematischer vor. Das wäre doch gelacht, wenn wir denen nicht einiges abluchsen könnten. Ah, ich sehe hier auch schon wieder französische Schiffe. Das passt mir gut. Die große französische Flotte ist da.
Der wollen wir uns doch mal etwas intensiver widmen. Und Preußen bietet mir etwas an. Auf jeden Fall habe ich erstmal 2000 Franzosen erledigt. Preußen bietet mir Frieden an. Weißen Frieden lehnen wir natürlich ab. Ist ja lächerlich. So, und wieder sind Franzosen erledigt. 12.000 Mann. Einfach so weggeschnetzelt. Und hier werden wir zusehen, dass sich keine neue Armee bilden kann. Und ich sehe gerade, der Feind führt 28.000 Mann hier heran. Da sollten wir doch mal kurz diese Bewegung abbrechen und hinterher setzen. Das können wir einfach nicht zulassen. So etwas. Ja. In Cambrai. Achso, das waren nur 1000 Mann. Okay, was war eben in Sofala los? Habe ich gerade nicht kapiert. Achso, da sind wir angelandet. Klar, mit unseren 10.000 Truppen. Und werden jetzt die Preußen hier so richtig erledigen. In Ostpreußen waren auch nochmal 1000 aufgetaucht. Ja, und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich hier irgendwie so aufteilen. Jetzt gucke ich mal. Wann sind sie wo? Sieht man jetzt so schlecht. 29. Januar und ich bin es am 16. Jahr. Ist gut. Da treffe ich sie. Hier habe ich wohl gewonnen. Habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Friedensangebot von Litauen. Was wollen die? Ja, die haben ja noch Forderungen. Ist ja wohl lächerlich. Lächerlich. Okay. Machen die Franzosen hier was Gefährliches? Sie hauen ab, sie haben Angst vor mir. 1. Januar, ich bin am 2. Januar. Ne, dann gehe ich hier hin. Die französische Armee haut auch ab. Das sind mir hier so ein paar. 3. Januar. Ja, das könnte vielleicht gerade noch so hinhauen, dass ich ankomme, wenn die noch da sind. Vielleicht habe ich Glück. Jawohl. In Worms kommt es also zur nächsten Schlacht. Ich mit einem deutlich überlegenen General. Das ist immer sehr schön. Aber hier muss ich aufpassen. Hier sind sie mir ausgewichen. Wo sind sie denn alle hin auf einmal? Die lieben Franzmänner. Egal, gehen wir mal hier hin und verfolgen weiter die Schlacht von Worms. Oh, da gab es einmal doch deutlich Verluste, auch auf meiner Seite. Ja, so ganz so easy ist es nicht. In Artois haben wir mal eben 1000 erledigt. Sehr schön. Und hier sind 16.000. Können wir uns den an? Ja, das werden wir schaffen. Und hier schaffen wir es hoffentlich auch. Wunderbar. Die Schlacht von Worms ist vorbei. 20.000 Franzosen erledigt. Hier haben wir Preußen erledigt. Und hier bauen sie überall. Tja, jetzt ist die Frage, ne? Wie machen wir das am besten? Vom Management her. Am besten ist, wenn eigentlich, wenn wir mit einer großen, was einer relativ großen Armee irgendwo belagern. Und mit einer kleinen Armee und so weit aufteilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das kommt genau hin. Dann werden wir die jetzt einfach so knallhart immer aufteilen. Heil oder Lagerung abspalten. Halbieren. Da machen wir jetzt ganz viele kleine Armeen draus. Halbieren, halbieren. Eine Armee. Die halbieren wir auch noch. Die Armee. Ach nee, das ist die Frage. Können 1000 Kanonen können wahrscheinlich nicht umgehen mit. Das gewinnen die nicht. Insofern war das jetzt vielleicht doch nicht so eine tolle Idee. ja, wie machen wir es? Ach, das sind gar keine Kanonen, das waren Kavalleristen. Ja, okay, dann ist es doch eine gute Idee gewesen. Sorry, Leute. Es ist nicht so einfach, das jetzt zu handeln, sauber. So, hier halbieren wir auch weiter.
Die geht dahin. Die geht dahin und dann müsste eigentlich noch eine übrig sein. Ja, die. Und die geht dahin. So. Und dann haben wir uns irgendwie so aufgeteilt und das ist jetzt unsere Hauptbelagerungsarmee und eine bleibt stehen. Das müsste irgendwie hinkommen. Okay, aber weiter im Text hier in Frankreich. Hier erwartet uns die nächste große Schlacht und hier ist die Frage, verfolgen wir die Franzosen nach Metz? Ich denke, das können wir uns erlauben. Und hier geht es los. Was ist hier los? Ach, wir werden von Holländern angegriffen. Von 1000 Holländern oder sowas. Boah, habe ich irgendwie jetzt gar keine Lust, mich drum zu kümmern, muss ich mal ehrlich sagen. Zurück zum Festland. So, hier kommt es zu einer interessanten Schlacht. Ah, erstmal ist Eriksfjord gewonnen, das ist doch nett. Können wir die irgendwie für uns okkupieren? Ne, können wir nicht. Ist ja auch keine Kolonie mehr, ist eine ernsthafte Provinz. Okay. So. Hier heißt es Franzosen jagen. Und in Metz haben wir die Armee vernichtet. Sehr schön. Das ist auch keine Bedrohung mehr, sodass wir weiter hier Richtung Mailand marschieren können. Wir marschieren mal noch nicht rein. Erstmal gucken, was da so steht. Und die Schlacht dürften wir auch gewinnen. Es dauert zwar etwas, aber auch an Cambrai sind wir wieder erfolgreich. Und die Hauptarmee der Franzosen flieht nach Artois und auch da folgen wir ihnen. Diesmal zwar mit hohen Verlustquoten, aber okay, so ist das halt. So, in Barve haben wir 1000 erledigt. Das ist soweit okay. Was ist hier los? In Sofala katholische Fanatiker. In Artois haben wir die Franzosen völlig vernichtet. Sehr gut. Dann marschieren wir mal wieder weiter runter, damit wir sehen, was los ist. Und ich muss jetzt hier mal kurz nach Sofala gucken. Da sind 3000 katholische Fanatiker. Na gut. Wenn ihr meint. Sofala und Sunda wird belagert. Ja. Kümmere ich mich einfach später drum. Ösel ist schon bei 50%. Da warten wir noch mal ein bisschen ab. Meine Faustformel ist, wenn ich die 10-fache Überlegenheit habe und die Mauern durch sind, dann greife ich an. Also weiter hier im Text. Ach Gottchen, ja, das sind die jetzt. Oh, das ist ja natürlich blöde. Ich hoffe, ich werde trotzdem mit denen fertig. Die sind jetzt zufällig da lang gelatscht. Mit denen wollte ich jetzt gar nicht kämpfen, aber offenbar. Oh, Marokko annektiert Tripolis. Wird recht groß. Naja, gut. Ja, mit denen wollte ich jetzt hier gar nicht kämpfen. Das ist jetzt eher zufällig entstanden. Und sie schlagen sich gar nicht schlecht. Allerdings hat der Gegner einen General und ich nicht. Boah, habe ich echt verloren. Ja, jetzt kommen die 13.000 zwar. Die Länder hätten noch mal ein bisschen früher kommen können. Naja, was soll's. Wichtig ist das hier. Und hier läuft eigentlich alles nach Plan. Da kommen 7.000 Franzosen nach Cambrai. Den geben wir mal entgegen. Achso, jetzt bleiben sie stehen, dann gehen wir zu ihnen. Und wieder 1000 Franzosen. Also, die Franzosen, die kommen jetzt gar nicht damit klar, dass ich da rumhänge und sie ärgere ohne Ende. Die bauen zwar hier fleißig immer Armeen nach,
Aber ihr seht, wie ich sie so ganz krass einfach vernichte. So, jetzt gibt es hier diverse Friedensangebote. Litauen, die wollen irgendwas. Holland, weißer Friede, das könnt ihr aber schön vergessen. Frankreich, weißer Friede, lehne ich ab. Moskau, will irgendwas. Nee, also Frankreich, die habe ich ja ziemlich am A, wie man so schön sagt. Das lasse ich nicht so billig. Die lasse ich nicht so billig davon kommen. Aber erstmal kümmere ich mich hier um Mailand. Das ist für mich fast mit einer der entscheidendsten Geschichten in diesem Krieg, dass ich Mailand auf meine Seite ziehe, militärisch. Das wäre schon sehr, 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 sehr gut. Wenn das gelingen könnte. So, die schlagen jetzt die andere Richtung ein, die Franzosen hier. Wo marschieren sie denn hin? Und manchmal sieht man das so blöde. In die Normandie, dann gehen wir da auch hin. Mal sehen, ob sie sich das jetzt wieder anders überlegen. Nein, es bleibt dabei. Sie sind in der Normandie und wir können dort zur nächsten lustigen Schlacht blasen. Und in Zimbabwe haben wir gewonnen. Gegen 1000 Preußen, sehr gut. Und ich denke, auch in der Normandie werden wir gewinnen. Hier sind es 1000 gegen 1000, aber mit einer deutlich besseren Moral. Was ist hier los? Kelimane, katholische Fanatiker. Na gut, mit denen haben wir jetzt Gott sei Dank keine Probleme, hoffe ich. Okay, Champasak ist unabhängig. Ah ja, okay, hier ist das. So, jetzt diverse kleine Schlachten. So, prima, auch dort gewonnen in der Normandie. Die fliehen nach Co und wir folgen ihnen. Und hier haben wir auch gewonnen, allerdings nicht besonders glorios, aber das ist egal. Und diese komische Schlacht geht tatsächlich noch immer weiter und hier stellen wir uns wirklich doof an. Naja. So, was ist denn das hier? Eine Armee. Oh, hier sind immerhin schon 3000. Diese Taktik scheint nicht so richtig gut aufzugehen. Kann sein, dass wir jetzt hier mit dieser Zersplitterung. Geht nur, wenn man den Gegner eigentlich schon so gut wie vernichtet hat. Das ist hier allerdings noch nicht der Fall, aber gut, das ist jetzt wirklich so ein lästiger Nebenschauplatz, um den ich mich gar nicht so intensiv kümmern möchte. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt hier wieder die Franzosen völlig vernichtet haben. Und da kommt schon die nächste größere französische Armee und marschiert nach Alençon. Aber da werde ich mal einmal Pause machen und auf den neuen Monat warten, bis meine Moral wieder ein bisschen besser ist. Sonst könnte es schwierig werden. So, hier haben wir erneut gewonnen in Simbabwe. Das ist gut. Und in Ösel sind die Mauern durchbrochen. Und ja, könnte man es jetzt schon wagen? Ein Sturmangriff, es sind immer noch fast 3000. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Ja, das werden wir wahrscheinlich verlieren jetzt, diese Nummer. Ja, haben wir verloren. Ärgerlich. Tja, ja, das mit dieser Aufteilung war vielleicht doch nicht so toll. Ich glaube, ich werde hier mal eine Belagerung abspalten und mit dem Rest diese 3000 Mann annehmen. Und die bleiben, auch die sollen mal hier bleiben, ein bisschen Moral tanken. Ja, dass man sich jetzt mit so einem Quatschkram auseinandersetzen muss, ist auch ein bisschen lästig. Was kommen hier? 3000 Franzosen in die andere Richtung? Nee, das kann ich nicht erlauben. Da werde ich mal nachsetzen.
Und wir haben schon wieder irgendwo was verloren hier unten. Kannst du mir das bitte zeigen? Die Schlacht von Utive willst du mir nicht zeigen. Naja, also das hat sich als nicht besonders toll erwiesen, hier immer 1000 Mann zu stationieren. Da bin ich irgendwie nicht souverän und stark genug. Es gibt Friedensangebot von Litauen. Weißer Friede, das machen wir aber nicht. Obwohl, hätte man auch machen können, aber ist jetzt auch egal. So, wo sind denn die Franzosen hin? Die sind hier, wie hier unten. Naja, kümmern wir uns mal so um die. Mailand finde ich jetzt interessant. Ah, wir belagern schon. Sehr schön. Und es sind auch nur 2000 Mann. Das hat Perspektive hier unten. Ich denke, Mailand wird sich noch umschauen. Das wird noch interessant. Ja, liebe Leute, aber schon wieder ist die Zeit um. Ich denke, wir haben aber einige Fortschritte gemacht, gerade insbesondere hier. Preußen wird bald zumindest das Heimatland fallen, zumindest Mösel und sicher auch bald die Hauptstadt. Obwohl, nee, da ist noch nicht viel passiert. Status quo und noch volle Besetzung. Naja, gut. Ihr kennt das, Belagerung dauern. Da muss man den langen Atem haben. Gegen Frankreich schlagen wir uns sehr gut. Ich schaue mal in die Statistik rein, was die Soldatenzahl so macht. Die echte Zahl, 160.000 haben wir noch. Wir haben 234.000. Okay, das einzige Problem ist unsere Manpower. Die ist natürlich relativ gering. Aber gut, ich denke, wir haben trotzdem die Sachen ziemlich unter Kontrolle. Okay, liebe Leute, das war's für dieses Mal. Das nächste Mal geht's weiter mit diesem großen Krieg. Entscheidend ist immer, dass wir unsere Position als Kaiser weiter stärken. Und das wird uns gelingen, hoffe ich mal. Auf welchem Wege, das erfahrt ihr dann das nächste Mal. Bis dahin, ciao, euer Steinfallen.